Zu vermieten ist noch gar nicht so lange draußen, trotzdem habe ich das Pack schon beinahe wieder vergessen. Meine ehrliche Version vom Trailer, wie sie EA nie hochladen würde, gibt es jetzt. Liebe Freunde, ich als Sim der neuen Welt Tomorrang führe euch wieder durch den Gameplay-Trailer. Da die Marktforschungsabteilung bei EA festgestellt hat, dass Videos mit einer Story um 0,420% besser ankommen als die mit der normalen Erzählerstimme. Auch wenn man mich gar nicht in der eigentlichen Welt finden kann und EA mal wieder vergessen hat, mich wenigstens in die Galerie hochzuladen, muss ich euch dieses mittelmäßige Pack und seine Inhalte näher bringen. Ihr könnt jetzt Einheiten eines Grundstücks vermieten, wo sich EA ausnahmsweise mal nicht lumpen lassen hat. Bis zu 99 Mieteinheiten sind mit Cheats möglich, die überhaupt nicht von verrückten Spielern direkt für riesige Sims-Gefängnisse zweckentfremdet werden, denn die Sims-Community ist ganz normal und friedlich. Vergesst nicht, Gemeinschaftsräume zu markieren, damit sich die Sims in einem Haus auf jeden Fall nie sehen und eure Sims die anderen, zufällig generierten Mitbewohner konsequent wegignorieren. Das Mietvertrag-Menü bietet umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten bis ins kleinste Detail. Naja, zumindest so viel wie im Brainstorming-Meeting mit einem Abbruch nach 4,5 Minuten rumgekommen sind. Aber wir wissen ja, dass ihr euch mit nur 5 unkreativen Mieteinheit-Regeln zufrieden gebt. Da Tante T komisch riecht und an Weihnachten nur selbstgebasteltes und keine PS5 geschenkt hat, erhöhen wir ihre Miete mal um 1500 Simoleons, um die alte endgültig rauszuekeln. Jetzt könnt ihr die leeren Einheiten füllen. In den Mietbewertungen sind alle möglichen Sims aufgelistet, die ihr hier, ohne sie je gesehen zu haben, einziehen lassen könnt. Es wäre natürlich auch viel zu spannend gewesen, potenziellen Mieter-Sims die Wohnung zu zeigen, den Vertrag zu unterschreiben und das Gefühl eines echten Vermietungsprozesses zu haben. Ja, so viel Spaß wollten wir unseren Spielern nun wirklich nicht zumuten. Wenigstens können eure Sims für Chaos sorgen und anderen bei Nichtbezahlen ihr Hab und Gut wegnehmen. Natürlich haben wir auch wieder diese Szenen hier eingebaut, die primär der Fantasie einer dahinwelkenden Praktikantin entsprechen. So wie hier sieht es natürlich im finalen Spiel nie aus. Und um anderen Sims unter die Arme zu greifen, wie ich es im Trailer sage, muss man nichts Neues programmieren, da ist das ja bereits schon so im Spiel gibt. Zumindest haben wir an kleine lustige Events gedacht, die auch in diesem Gameplay-Video nicht direkt gespoilert wurden. Bei wahrscheinlich keinem anderen Pack wie diesem hier hätte es mehr Sinn gemacht, den Inhalt in Großstadtleben mit einfließen zu lassen und daraus ein Refresh wie bei Wellness-Tag zu machen, aber es ist ja nichts Neues, wir sind halt EA. Auch die Steilvorlage, mal endlich die Aufzüge mit richtigen Animationen zu versehen, haben wir in diesem Pack liegend gelassen. Das konnten die Programmiersklaven in den 3 Wochen, die wir ihnen gegeben haben, nicht auch noch zusammenzimmern. Zum Schluss darf eine Prise Gefühlsduseligkeit, die man eigentlich schon mit dem Basisspiel machen kann, nicht fehlen. Sims zusammenbringen ist ja in Wirklichkeit kein richtiges Feature dieses 40-Euro-Krachers. Trotz all meiner Kritik, gibt es trotzdem Features der Erweiterung, die ihr nicht mehr missen möchtet? Lasst unbedingt ein Abo da, wenn ihr mehr meiner ehrlichen Trailer sehen möchtet. Das würde mich sehr freuen. Also dann, bis zum nächsten Video.